So, drin sind wir. Und dort sind auch schon die Ratten eingeweiht, die die Lumpengräfin haben will. Moment. Hast du den Türgriff zu Dr. Galvanis Labor berührt? Ja, ich glaube schon. Dann musst du dir deine Hände gut waschen. Die Ratten bekommen ihre lebenden Essenzen überall her, sagt der Doktor. Lebende Essenzen? Meinst du Innereien? Ich glaube schon. Also musst du deine Hände reinigen. Sie sind verseucht. Verseucht? Das ist Unsinn. Können wir nicht... Nein, ich sag's dir. Mit Reinigungsbenzin oder weißem Essig. Ist gut, ist gut. Was macht er den ganzen Tag? Ambrose sagt, er züchtet verseuchte Ratten. So ein Quatsch. Der Doktor ist brillant. Wenn jemand die Stadt retten kann, dann er. Der kaiserliche Arzt wird uns retten. Ich habe gehört, sein neuestes Elixier ist doppelt so wirksam. Ich verstehe nicht, warum Galvani Sokolov so bewundert. Kaiserlicher Arzt oder nicht, ich hörte, er sei ein Scheusal. Ein abergläubiger Stelzbock, der mehr Zeit mit Prostituierten als im Labor verbringt. Soll das ein Vorgeschmack auf unsere Ehe sein? Schätze schon, was? Ich hoffe nicht. Ich sage es dir ganz offen. Okay, bisschen Stress da draußen. Das soll uns aber nicht stören. Wir schnappen uns die Ratteneingeweide und dann sind wir weg. Anscheinend müssen wir die Treppe hoch. Okay, die lassen wir laufen. Galvanis Laborschlüssel, danke dafür. Alright, also, wir haben die Ratteneingeweide. Und jetzt geht's in Richtung Battle Street Gang. Die Aufgabe für die Lumpengräfin erledigen. Und das bedeutet, wir müssen einen Weg finden, das Getränk zu vergiften. Die Frage ist, kommen wir überhaupt da rein? Und geht's hier lang? Ja, hier geht's lang. Kommen wir da rein? Wie schwer bewacht ist das Gebiet? Wir werden sehen, allzu weit ist es nicht. Mir geht's gut. Wir haben was anderes gehört. Nur eine Erkältung. Bist du dir sicher? Du weißt, dass wir dich untersuchen müssen. Und es gibt noch Untersuchungsgebühr. Zum großen Nichts mit der Bottle Street und zum großen Nichts mit euch. So, bitte. Ja. Hallo! Ist da jemand? So, ich hatte leider nur noch einen Betäubungsfall. Also, er wacht wieder auf. Er nicht. Ja, wer ist da? Sie haben was gut. Ich will nichts über die Maske wissen. Würde auch nicht wollen, dass man mich bei einer Aktion wie eben erkennt. Wissen Sie was? Ich revanchiere mich. Schauen Sie bei Griffs Shop vorbei. Das ist mein Geschäft. Na, jedenfalls war es das einmal. Jetzt muss ich die Dinge von hier und da zusammenkratzen, während die Stadt zugrunde geht. Wenn Sie etwas brauchen, verkaufe ich Ihnen gerne etwas. Vielleicht ist die Seuche eines Tages verschwunden und alles wird wie früher. Aber bis dahin heißt das Plündern.
Okay, also, Griff hat anscheinend irgendwas zu verkaufen. Hä? Den merken wir uns also für später. Aber wir machen eins nach dem anderen. Jetzt erstmal weiter in der Quest. Weiter für die Lumpengräfin. Was haben wir hier? Ein paar Münzen. Und weiter geht's zum Old Dunwall Whiskey Destillery. Quasi um die Ecke. Was haben wir hier? Ist hier irgendwas drin? Njam. Zu Old Dunwall Whiskey Destillery. Also, das wird doch der Bereich sein, wo sich die Gang aufhält. Block und Gegenangriff sind essentiell. Okay. Wenn du einen Wolfshund. Und da verließen sie ihn. Gehen wir mal rein und. Du betrittst feindseliges Gebiet. Wir sind bereits im Gebiet der Gang. Und wer sagt's denn? Da unten steht eine Wache. Dann würde ich sagen, versuchen wir zumindest unerkannt zum Getränk zu kommen. Wenn wir entdeckt werden, dann können wir immer noch kämpfen. Komisch drauf. Berät sich mit Verrückten, führt Rituale und sowas durch. Knochenartefakte und so. Klingst ängstlich. Und ob ich Angst habe? Laut ist kein gewöhnlicher Mann. Er wurde vom Outsider berührt, hat dunkle Kräfte erhalten. Der schlitzt dich auf. Von da hinten. Die Überraschung wäre auf seiner Seite. Nicht umsonst wollen die meisten Männer seinen Namen noch nicht mal flüstern. Er lebt im überschwemmten Bezirk zwischen Weinern und wilden Hunden. Das sagt man. Der perfekte Schlupfwinkel für einen Auftragsmörder. Also, dieser Daud, den kennen wir. Über ihn haben wir in den Tagebüchern gelesen. Und er ist selbst bei dieser Battle Street Gang berüchtigt, so scheint es. Und er ist... Verschwinde, Idiot! Er ist auch in Kontakt gekommen mit dem Outsider. Der Outsider hat dem Daud auch Fähigkeiten gegeben. Das heißt, wir sind nicht allein. Wir sind nicht die Einzigen, die hier besondere Fähigkeiten im Spiel haben. Also, das macht eine eventuelle Begegnung nochmal interessanter. Ich bin gespannt, ob wir den Daud irgendwann kennenlernen. Oder welche Rolle er im Spiel spielen wird. Du hattest Glück. So gut aussehen, brauchst du kein Glück. Du hast ein Gesicht wie ein Hexenfisch. Kohle her und jammer nicht. Sag mal, wann kommt Slackjaw hier runter? Nicht vor der nächsten Elixierlieferung. Die checkt er immer. Dann pass besser auf, dass hier alles in Ordnung ist. Keine Sorge, die läuft so gut wie mein Glücksspiel. Tja. Okay. Das Kistenstück. Missionshinweis im richtigen Moment, denn ich habe gerade geguckt, wie wir hier hochkommen. So, und hier unten. Okay. Sorge dafür, dass Hauptmann... Okay, das ist die Hauptmission. Nein, also... Da unten ist eine Tür. Und es scheint, als ob die beiden verschwinden. Ich glotze, so blöde. Halt's Maul. Wow, wir sind drin. Meter.
woanders hin, wo die Aufseher so richtig religiös gemacht werden. Verrückt. Ich will nur wissen, wo sein Bruder ist. Er schleicht rein. Kennst Eddie? Brillant, wenn er nüchtern ist. Scheiße. Ich erinnere mich. Grimsley-Auftrag. Das war knapp. Nach dem Speiseaufzug. Aber wir können hier hoch. Ja. Er schleicht durch die Zimmer. Schlafende Kinder. Ein Aufseher hält Kindern einen Vortrag. Ein paar Leute trainieren mit den Hunden. Nichts Außergewöhnliches. Dann wird es seltsam. Komische Maschine. Eine Frau, die lacht. Lacht und lacht. Dann Musik. So ein Geklimper. Das hat ihn erschreckt. Und er war nicht betrunken? Da hinten ist eine Wache. Glaubt, er hört nachts immer noch. Hat seinen Bruder nie gefunden. Okay. Das hat gefunzt. Wieso wird jetzt hier 114 Meter angezeigt? In eine komplett andere Richtung, das kann nicht sein. Oder wir müssen unten durch. Oder es gibt hier einen unterirdischen Bezirk. Das kann auch, das vielleicht, okay. Wir schauen nach. No one will keep us from death. Okay, wir haben keinen Betäubungsfall mehr. Und ich rüste mal kurz das Herz aus. Hier sind starke Tropfen gebracht. Ich probierte den Rest. Ein Geschmack wie das Flusskirchen destilliert. Oben ist ein Knochenartefakt. Okay, die Seuche. Die Seuche kennen wir. Niemand. Wenn sich jemand einen Spaß mit mir macht. Kupferdraht. Irgendwas stimmt hier nicht. Was soll denn das? So, es gibt mal Ruhe hier. Und wo war das Knochenartefakt? Das nehmen wir mit. Ich hör's. Okay, das haben wir. Eins von fünf gefunden. Okay, weiter geht's. Jetzt die Frage, wo 1 von 5? 1 von 5 in dem Gebiet oder 1 von 5? Da liegt doch was. Und wir sind schon richtig, das war's. Das war's. Besuche die Lumpengräfin, um dein Geschenk zu erhalten. Also. Das ging schneller als erwartet. Ob sich hier ein Dummkopf versteckt hat? Wie er wohl gestorben ist. Keine Sorge, ich krieg dich schon. Alle guten Dinge sind drei. Na komm. Also, okay. Sollen wir uns mal ein bisschen umgucken? Wir gucken noch mal kurz hier in die Räumlichkeiten. Hier ist noch eine Falle.
auslösen. Schade, dass man die nicht... Wir können doch hier drüber springen. Der Eselmann schläft mit der Küchenmagd. Machten laute Geräusche beim Liegen. Seine Frau hatte indes das Schlachtermesser zur Hand und sorgte für Ruhe und Frieden. Okay. Wir gucken mal, ob es hier irgendwo einen anderen Ausgang gibt. So, die haben wir schon mal abgelenkt. Das war knapp. Ich bin gespannt, ob die jetzt durch die Tür kommen. Ich hoffe nicht. Wir gehen sofort zur Lumpengräfin. Und ich hoffe, sie gibt uns noch eine Rune. Deswegen haben wir das Ganze hier überhaupt gemacht, diese Nebenmission. Um vielleicht sogar noch eine zweite Rune zu erhalten. Ich sagte ihm, zieh es ab, damit es atmen kann. Das geht nie wieder raus, nie, nie, nie. Hey Lumpengräfin, wie wär's mit dem zweiten Geschenk? Bleib mal stehen. Ich wusste, dass du mich nicht enttäuschen würdest. Jetzt kann ich endlich in Ruhe am Ufer spazieren gehen. Ich habe dein kleines Geschenk nicht vergessen. Es wartet oben auf dich. Das geht nie wieder raus. Nie, nie, nie. Okay. Alles Zeug, was wir... Ich sagte ihm, zieh es ab. Zieh es ab, damit es atmen kann. Was wir verkaufen können, und zwar bei Piero in der Werkstatt, um unsere Ausrüstung zu verbessern. Deswegen zocken wir hier alles. Und tatsächlich noch eine Rune. Also, Freunde, dann hat sich das gelohnt. Dann hat sich diese Nebenmission gelohnt. Das geht nie wieder raus. Nie, nie, nie. Und jetzt können wir auf jeden Fall schon mal uns auf den Weg machen. Und machen die Hauptmission weiter. Und gehen zur nächsten Lichtwand. So, hier den Wächter haben wir ja schon erledigt. Achtung, Bürger von Dunbar. Folgende Geschäfte wurden aufgrund leuchtender Erregern geschlossen und vom Staat beschlagnahmt. Barrows Barbershop and Surgery. The Duke and Dancer Alehouse. Merritt's Printing Firm. Penny Road. Tech and Saddle Emporium und die Smoke Street Dice Hall. Okay. Zweite Lichtwand. Wir gehen mal runter. Vielleicht gibt es einen unterirdischen Gang. Und man merkt tatsächlich, dass wir hier mordlustig durch die Spielwelt marschieren. Die Ratten werden mehr. Sie häufen sich und sie sind teilweise schon in den Gebäuden drin. So, wer bist du?
Und? So kalt wie die Hand eines Walfängers. Bestimmt 50 Jahre alt. Der hat für die Kaiserin gekämpft. Vergiss den. Ich erinnere mich nicht mal an die Kaiserin. Wir haben aufgeräumt. Die Straße gehört uns. Nicht mehr lange, Bro. Bitte, was haben wir? 20 und 2. Oh, hilf mir nach hinten. Hilf mir mal jemand. Ich schlitz dich auf und entsorg dich im Fluss. Vorsicht! Das wird wehtun. Stimmt. Der hat einen Kopf verloren. Schläger. 25. Also, diese Banden erleichtern uns zwar hier und da unsere Arbeit, indem sie die Stadtwache killen, aber nichtsdestotrotz sind sie uns feindlich gestimmt. Das heißt, sie oder wir. Da schlage ich doch vor, lieber sie. Und solange wir noch Pfeile haben, werden wir sie auch benutzen. Bin gespannt, ob man die hier irgendwann nochmal aufwerten kann. Beziehungsweise die Menge aufstocken kann von 20 auf 40 oder irgendwie sowas. Denn auf Dauer sind 20 Pfeile wahrscheinlich zu wenig. Zweite Lichtwand durchquert. Corporal Meadows, wir haben diese seltsame Rune bei einer Frau gefunden, die auf der Straße Gebäck verkauft hat. Wir wissen nicht, wie sie gestorben ist, aber weil uns die Sache komisch vorkam, haben wir sie für die Aufseher beiseite gelegt. Wenn ihre Schicht vorbei ist, bringen sie sie zu den Aufsehern. Sie können sie dann zerstören oder damit machen, was sie wollen. Vergessen sie es nicht. Diese Rune gehört uns. Liegt doch noch was. Noch einmal schauen, ob hier irgendwo Knochenartefakte rumliegen. Rune, 166 Meter. Okay, da liegt noch einiges rum. Aber das mache ich auf dem Rückweg. Jetzt sind wir hier. Und gehen zum Holger Square. In Richtung Hauptmission, in Richtung Oberaufseher Campbell. Kummer überall.